Und ja. Neue Session, neues Glück. Neue Session, neues Glück, richtig. Hinter dir wird schränkt, gell? Ja, ja. Müssen wir ja nochmal die anschauen. Boots. Schaut aber eigentlich auch cool aus. Ja. Ich glaube, die schaut viel zu jung aus für eine Pilotin. Das an sich ist es nur Einbildung oder ist die Kleidung einfach nur Teil von der Textur? Das ist Teil von der Textur. Also es ist keine echte Kleidung drauf, gell? Also ich meine, ist es ein 3D-Modell über den Körper drüber? Nein, das ist im Körper. Doch, schau, schau, da hinten sind Falten. Das ist schon ein echtes 3D-Modell drüber, siehst du das? Nein, schaut nicht so gut aus. Ja, egal. Ein Schrank. Hat sie eigentlich auch so ein Ding an? Ja, hat sie. Das ist eigentlich schräg, weil sie hat eigentlich so ein Stoffteil an, ne? Naja, irgendwie ist... Es scheint, als wäre halt jeder Mensch sowas. Ja, es ist halt auch Rig, aber halt extrem leichtes. In dem Fall. Eine Identifikationsmarke. Mhm. So. Dann wollen wir mal weiter. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Das war's. Nicht hier abschießen. Was will ich sehen? Ah, da liegt da was. Weg, Mensch. Da ist weg, Mensch. Nö, jetzt, oder? Ich habe zu viele Schemas und Halbleiter. Gib einmal für so ein Ladefenster. Auf das freue ich mich jetzt schon. Das da. Ja, weg damit. Die Waffe tragen wir nicht, vor allem bekommen wir ständig von der Munition. Ich verstehe es auch nicht, ja. Ich glaube, das ist ein Bug im Spiel. Ja. Das ist ja so ein wenig verpackte Version von uns. Oder von mir. So. Chapter 9. Von 12? Oder wie viel hast du gelesen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Was soll das Duck sein? Duck ist das. Ich sag mal, schaut cool aus und wir müssen uns definitiv durch alle von den Röhren nochmal durchbewegen. Das sieht mich hier aus wie, hey, Band und das Feuer. Bitte. Ja, ja, aber. Was für eine Funktion? Wir haben zu viel Energie auf dieser Station. Wahrscheinlich, ja. Nope. Ja, vielleicht wenn die Solardinger zu viel Energie. Boah, der Hut ist jetzt zerfallen. Wie eine Kartoffel. So, jetzt aber. Fem. Cutter oder schauen wir mal noch? Na. Die müssen wir von. Drauf drücken. Gehen wir auf Bit. Das sind diese Cracks, die sie erwähnt. Ihre was? Erinnerung geht in den rein. Also, das war jetzt. Oh, damn. Okay, ich bin an einer Lataste angekommen. Also, was war das jetzt? Ja, sie hat ja vorhin, wieso mal gesagt, dass sein Verstand Brüche bekommt, ihre Erinnerung in einem geht. Nein! Okay. Ich glaube, das war jetzt so ein Fall. Das muss sein. So, der war unnötig. Ja, ein kleiner Schaden für zwischendurch. Hm. Baby. Ein Schweinchen namens Babe. Nope. Nope. Ist doch mal Spawnpunkt oder was ist da los? Hallo? Das ist eine Granate. Hit? Der 2. Okay. Ich glaube, die ist effektiv als. Drauf schießt. Wie viel HV halten? HV hat ne von der Muni? 10er glaube ich. Okay. Sind immer noch Babys unterwegs. Jetzt aber. Nur die Köpfe bleiben übrig. So, mal voll, ja. Okay. Na denn. Also
ewig recht unhöflich. Merkt man die 5%? Ich finde den zumindest. Könnte das sein, dass es halt von den 5% genauso ausreicht, dass du quasi einen Schuss weniger brauchst, Profi? Audio Lock. Keep up. Jetzt rahmen wir mal das Inventar aus. Also, loot da nochmal durch. Der Outbreak war hier. Ja. Schau mal, wie viel kostet das Suit? So. 100 Suits. Kannst du hier nicht. Hey, discounted. Store Discount. Items at the store are discounted 10%. Das kostet 40, okay. Ja. Purchase guarantees a minimum of 20 units und 15% Armor. Nice! Ja, also wir können ihn anziehen, dann haben wir ihn, dann können wir wieder zu dem Suit wechseln, um den 5 plus 5% zu kriegen. Brauchen wir aber nicht. Dann bekommen wir den Bonus beim... Ja, aber wir brauchen sie ja deswegen nicht, also... So toll finde ich vom Aussehen auch nicht irgendwie. Den alten Suit finde ich cool. Schau mal, was ist runter vom Schutter? Nein. Ja? Ist das ein Taucheranzug? Nein, das ist der alte Suit, den wir in der Ausstellung da gehabt haben. Ah. Das ist ein alter Anzug, also, ja, der schaut aber cool aus, muss ich sagen. Oh ja, der gefällt mir, der ist russisch. Nice, oder? Mhm, das ist ein alter Anzug. Geil. Wir haben Discounts, Baby. Discount, Baby. Ein Bag können wir, glaube ich, verwenden. Und jetzt noch 2 Nuts. Dann sparen wir 50 zusammen, oder? Okay. So, jetzt werden wir nochmal aufluten und dann nochmal abwerfen, die ganze Krempe. Ja, gerne. Mal mit der O2 Flasche hin. Schaut obergeil aus. Okay. Da kann ich eigentlich gehen, oder? Ja. Oh, bist du deppert, jetzt schaut er riesig aus in dem Suit. Das ist ein richtig russisches Dumm, ha? Nautilus. Boah, ja. Der Suit schaut genial aus. Ja? Oder bei Pacific Rim, der russische. Ja, naja, wobei der russische Roboter war der einzig sinnvolle, weil der hat keinen Kopf gehabt. Ja. Der ist einfach nur oben ausgelaufen. Das ist ein Block. Wo? Slendy! Schatze. Das ist er. Geh mal zielen und jetzt. Hinter dir ist noch einer. Bug. Drauftreten. Einfach mal drauftreten. Boah, der Zug ist genial. Ah, hast du oft schon mal am Anfang, oder? Wir haben ja mittendrin unterbrochen. Ja, das schneidet jetzt an. Um 20, oder? Ungefähr, ja. Schon mal 20. Okay, Hinter dir. Das war knapp. Der hat dich nur zurückgeworfen. Hat keinen Schaden gemacht. Schon wieder? Mit diese Detonator-Dinger. Ich glaube, da werden wir anfangen zu verkaufen. Ja. Also, geht nochmal links. Future Expansion. Da haben sie. Wollen sie anbauen. Das Glas zerbricht übrigens so. Husten. Ja. Damage of Glass. Sollen wir es sprengen und. Oh nee. Na, es ist nur Munitionverschwendung. Ja. Aber hey, wir könnten ausprobieren, ob man mit der Schatze drauf schießen kann. Ja, wo man mit der Schatze drauf schießen kann. Hey. Da links war noch was. Ja.
Nein, ich meine unter der Stiege. Oh, jetzt kann ich durchspringen müssen. Was? Doch, hätte ich schon. Wo musst du denn hin? So macht man den kontrolliert. Ich glaube nur zwei Deads müssten hin. Ja, erstmal das Ding looten. Ich vermute, dass ich da weiter muss, ja. Nein, das heißt, ich alles andere erst einmal, ja. Das. Und da war vielleicht auch noch was. Sehr sneaky. Schauen wir mal, was da drüben gelegen ist. Ein Audiolock. Dann schieben wir das Audiolock auf. Flame Fuel. Nee. This is Soren's Denny Ryan ZEC personnel. Track towards Ellie Langford Rig. For whom is furthest ahead is clear to pass, but it's moving off fast. We gotta go, Locke. More's coming. Don't think, just move. Okay. Wir hauen also ab. Das ist wirklich hier ausgebrochen. Ja, halt in der Anlage. Denn, ist doch alles im Alter Endvergrindete. Das hat mir fast keinen Schaden gemacht. Bitte. Eine Leiste. Schütze. Nimm mal das Altfeuer. Dead Ass. Und Stamm. Dead Ass, Mann. Dead Age. Okay. Hey, die Tram! Muss ich mir? Gut. Gehen wir halt einmal aus nochmal, ja. Weißt du, was wir da wohl machen? Wirf's mal ein. Im Kreis. Lag da nicht noch was? Hm? Lag da nicht noch was? Ah, Stase, was war? Da war runter war was. Was ist dein Gesicht? Ich wollte eigentlich warten, bis er zum Herkriegt und den aufstampfen, aber so. Aus. Böse. Ganz böse. So. Erstes Teil gefunden. Fehlen noch zwei. Zwei Teile fallen, ja. Okay. Oh, Benj. Ja, dann den Benj nochmal. Zwei hier verbaut, oder? Viere. Viere? Fünfe? Viere zum Ausgeben. Energy mehr? Was ist sie eigentlich? Charge. Ah, Charge. Was heißt Charge? Geh mal drauf, dann weißt du's. Hä? Wie lange brauchst du zum Charge? Na. No. Vielleicht gibt's auch ab Charge Cooldown. Den man noch nicht gemerkt hat. Ja. Einmal Duration. Und auch gleich Plasma Cutter 3. Okay.
Pulscan ein bisschen aufrüsten. Oder wie? Mach weiter mit dem Rifle. Ich mach einmal Kapazität und dann den Rifle zwar. Gut, was kommt mit dem Rifle? Entweder Alt Damage 1 und Kapazität. Die beiden. Okay. Nein, nur die beiden. Das steht darauf. Also geht ja nicht. Entschuldigung. Nochmal mit Zielen mehr Schaden, ja. Ja, dann bis zum nächsten Teil und Servus. Ciao.